Guten Abend, herzlich willkommen zum mittlerweile 13. Trip-Walk. Vor ziemlich genau 4 Jahren habe ich den ersten Trip-Walk in München veranstaltet. Ich glaube, wir waren beim ersten Trip-Walk ungefähr doppelt so viel wie heute. Heißt es aber, denke ich nicht, dass es immer weniger geworden sind, sondern ich freue mich auf jeden Fall, dass ihr trotz des heißen Wetters euch richtig entschieden habt und gesagt habt, morgen ist auch nochmal ein sehr, sehr heißer Tag. Heute komme ich hierher. Herzlich willkommen, vielen Dank für euer Dasein. Für diejenigen, die mich nicht kennen, mein Name ist Thomas Pfeiffer. Ich bin Mitglied im Vorstand von Twitwalk e.V. Der Twitwalk e.V. macht ja Social Media von und für Unternehmen. Ursprünglich haben wir das noch in der Niederlassung gemacht hier in München vor genau 4 Jahren. Ohne feste Agenda. Wir waren beim ersten, zwar wir waren bei einer Niederlassungsveranstaltung schon dabei. Eine Handvoll war schon da, okay. Für die anderen, das ist eine Innenkneipe am Gärtnerplatz. Und da hatten wir uns das erste Mal getroffen, doch ohne feste Agenda. Und haben gesagt, die Leute, die mit Twitter, was damals sehr, sehr neu war, beruflich zu tun haben, die für Unternehmen zum Beispiel Twitter-Accounts betreuen, die sollen da zusammenkommen und sich austauschen zu Fragen, wie man Twitter und Facebook und andere soziale Medien beruflich nutzen kann. Daraus hat sich dann immer mehr entwickelt. Wir haben dann auch Gäste eingeladen, eine feste Agenda gehabt und die letzten Male gab es den Twitter eigentlich nur in einer Spezialfassung, in einer Spezialversion. Wir hatten was zum Thema Urheberrecht vor einem Jahr, zum Thema Fraktion Facebook, also viel netzpolitische Themen. Das liegt vielleicht auch ein bisschen daran, dass sich mein persönlicher Werdegang in den letzten Jahren immer mehr zur Politik hin verschoben hat. Zum Ablauf des heutigen Abends, ich denke, wir werden einen straffen Zeitplan und wir sind in einer guten Stunde, denke ich, in einer Stunde 20 Minuten maximal dann auch wieder fertig für den Biergarten. Da ist es immer noch warm genug draußen, insofern perfekt. Ich habe 6 Thesen mitgebracht, die würde ich gerne zum Einstieg euch kurz vorstellen. Und wir werden dann die, kann man sagen, Kombatanten, Kombatantinnen, die beiden Teams aufnehmen und die dann eben gegeneinander antreten. Um das Thema Datenschutz ist das eher etwas, wo wir aus heutiger Sicht zufrieden sein können und sagen sollen, Mensch, lass mal doch alles, was ist, passt doch. Oder ist das etwas, wo wir auch dringend Handlungsbedarf sehen, wo wir da was ändern müssen. Die Veranstaltung, noch ein kurzer Hinweis, wird aufgezeichnet hier vorne auf der Bühne. Also wenn ihr nachher reinruft oder aufsteht, auf die Bühne lauft und so eine Femenaktion macht oder sowas, dann werdet ihr auch konfrontiert. Nein, aber als Hinweis, ich glaube, es ist grundsätzlich bei einer Veranstaltung wichtig, aber auch, dass es bei einer Veranstaltung zum Datenschutz geht, wenn es darauf hinzuweisen, dass hier vorne die Bühne auch aufgezeichnet wird und das wird später noch ins Netz stellen. Also meine Brille auch nicht. Du könntest, die Brille ist natürlich gut, wenn du da nicht erkannt werden möchtest, dass du dir da einen Teaserfilm auf die Brille klebst oder so. Ja. 6 Thesen zum Datenschutz. Die erste These klingt ganz banal, Datenschutz geht uns alle an. Worauf ich aber hinaus will bei diesem Thema ist, Datenschutz ist nicht nur für Leute ein wichtiges Thema, die Facebook oder Twitter gehabt haben. Weil, vielleicht jetzt ein Kombatant nachher auch erzählen, auch Leute, die selber nicht auf Facebook sind mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit in einer Datenbank von Facebook zum Beispiel erfasst, weil andere Leute aus deren Netzwerk ja zum Beispiel schon angegeben haben, diese Adressbuchvergleiche zum Beispiel gemacht haben. Das heißt, ohne dass man selber da etwas machen möchte, ist man da auch schon irgendwie in den Fängen und deswegen ist es für die Leute auch schon wichtig. These Nummer 2, Datenschutz nicht nur im Internet. Und ich habe das Internet extra in Anführungszeichen gesetzt. Ihr seht auf dem Bild eine Frau mit einer Google Glass-Brille. Ich glaube, ich muss das den meisten von euch nicht erklären. Aber Google hat ja jetzt momentan die Entwicklerinnen-Version dieser Datenbrille auf den Markt gebracht und wahrscheinlich wird es zum
zu Weihnachten auch sehr regelmäßig sein. Wir haben Leute diese Bilder auf und alles, was man durch diese Brille sieht, kann technisch problemlos aufgezeichnet werden. Man kann Gesichter damit fotografieren und könnte die technisch wäre es kein Problem, diese Gesichter auch abgleichen. Google hat zum Beispiel jetzt angekündigt, es nicht in den Google Store aufnehmen zu wollen, solche Gesichtserkennungssoftware, aber wer auch halbwegs gut programmieren kann, kommt an dieser Stelle problemlos vorbei. Das heißt, die These dahinter auch Datenschutz nicht nur im Sinne von Internet ist was mit Bildschirm und Tasten zu tun hat oder mit Laptop zu tun hat, sondern Datenschutz ist auch ein Thema an der Supermarktkasse, wenn man gefragt wird, aus dem Postleitzahlenbereich kommen sie beispielsweise oder eben Payback-Karten zu machen. These Nummer 3, das wird schon ein bisschen provokanter, Datensparsamkeit ist keine Lösung. Da kann man auch drüber streiten. Ich habe gestern einen Vortrag zu dem Thema Datenschutz gehalten in Rosenheim und da war ein Thema aus dem Publikum, alles sehr wenig Computer, viele Leute, aber da hat jemand erzählt, Mensch, da war doch jetzt neulich erst, letzte Woche, da hat eine Frau getwittert aus Otterbrunn war die und hat gesagt, Beate Merk, die Landesjustizministerin, wird eine öffentliche Veranstaltung machen zu Holland, zur Erklärung von Holland, kommt doch bei dir hin. Was ist passiert? Die Polizei hat wurde da nervös, hat eine Streife zu dieser Frau geschickt und wollte da mal nachfühlen, was es denn eigentlich mit diesem Typen auf sich hat. War ein riesen Ding und ist aus meiner persönlichen Sicht auch ein Skandal. Aber wenn man das im Sinne der Datensparsamkeit betrachtet und das, was also leicht über die Lippen geht, nach dem Motto, hinterlasse halt so wenig Datenspuren wie möglich, dann würde das letztendlich bedeuten, dass man dieser Frau den Ratschlag geben würde, Twitter halt nicht möchtest, dass da irgendwie was damit passiert. Ich glaube, das ist etwas, was man im großen Stil, zumindest ich würde, empfehlen möchte. Zum einen, weil es auch Spaß macht, auf Twitter auf Facebook unterwegs zu sein. Zum anderen, weil es natürlich auch eine Frage der Meinungsfreiheit ist, wo man sagt, ich möchte ganz bewusst etwas auch ins Internet stellen. Das heißt, Datensparsamkeit kann, wenn überhaupt, auch nur ein kleiner Teil der Lösung sein. Da kann man aber auch natürlich über die Auswirkungen streiten. Ich denke, das sind wir auch Themen. These Nummer 4. Die Verbraucherinnen sind nicht die einzige Lösung. Da habe ich schon eine kleine Einschränkung gemacht, aber wir haben jetzt, wenn ihr auf Prism, das brauche ich euch nicht erzählen, wo es halt gerade geht, es gibt eine Website, die heißt prismbrain.org, die listen auf, mit welchen technischen Möglichkeiten, mit welcher Software, mit welchen kryptografischen Maßnahmen man sich den Zugriff des amerikanischen Geheimdienstes oder auch anderen Geheimdienste entziehen kann. Indem man beispielsweise freie Software verwendet wie Linux, indem man beispielsweise seine E-Mails verschlüsselt, indem man beispielsweise Suchmaschinen verwendet, die nicht Google heißen und die zum Beispiel DuckDuckGo oder Xquick, die die Suchhistorie nicht abspeichern. All das sind Möglichkeiten, wie man den Geheimdiensten oder auch den Geheimdiensten und anderen Kriminellen schwierig machen kann, einen zu überwachen. Aber das legt die Hürde für die einzelnen Nutzer und Nutzerinnen schon sehr, sehr hoch. Und ich glaube, auch das ist meine persönliche Meinung, als Gesellschaft oder als Politik, auch als Wirtschaft, können wir nicht die ganze Verantwortung den Nutzerinnen und Nutzern übertragen und sagen, ja, wenn ihr nicht überwacht werden wollt, dann kümmert euch halt um eine starke Kryptographie und ansonsten lassen wir es alleine. Ich glaube, deswegen brauchen wir heute auch unser Thema. Die vorletzte These, man hört jetzt viel und das heißt, Mensch, wir bräuchten sowas wie ein deutsches Google vielleicht ein europäisches Google, ein europäisches Facebook, dann sind wir von der NSA nicht so abhängig. Zum einen glaube ich, dass das technologisch ein hanebüchenes Argument ist, weil die Alternative gibt es teilweise schon, aber die Leute stimmen mit den Füßen ab und ich befürchte, dass die Skandal in Brüssel die Leute nicht massenhaft zur Alternative bringen wird. Ich glaube, es gibt aber hier auch noch ein anderes Problem und das schaut so aus. Wenn wir, das ist der Bundesinnenminister Friedrich von der CSU, der ja schon lautstark eine Vorratsdatenspeicherung auch für Deutschland fordert, übrigens schon die ganze Zeit. Das machen zum Teil auch manche Teile der SPD genauso. Das heißt, ein deutsches Google oder ein europäisches Google würde dieses grundsätzliche Problem, dass da
Daten von Geheimdiensten abgegriffen werden sollen, wahrscheinlich gar nicht lösen, sondern lediglich verlagern. Die letzte These, da kann man sich vielleicht auch einigen. Ich glaube, Datenschutz muss europäischer werden. Ich glaube, dass es vor allem darum geht, nicht nur Datenschutzgesetze zu haben, sondern sie vor allem auch durchzusetzen. In meinen Augen krankt das momentan auch viel, beispielsweise Facebook mit Sitz in Irland. Die haben durchaus Datenschutzgesetze, aber die Behörde ist ungefähr so groß wie das Publikum gerade hier. Die versuchen, diese Datenschutzgesetze auch tatsächlich umzusetzen. Das heißt, und dann, wenn ich das auch effektiv verfolgen kann, den Datenschutz, dann ist er das Papier wert, auf dem es geschrieben ist. Und deswegen hoffe ich, dass die Europäische Datenschutzverordnung, die ja momentan diskutiert wird, ich hoffe persönlich, dass die bis zum Ende der Legislatur, der Europäischen Legislatur, zu den neuen Angaben über die Bühne geht. Das mal als Einstieg in das Thema heute. Ein paar Thesen, mehr oder weniger provokant, kann man darüber streiten. Ich bin jetzt quasi für den Abend fertig mit langen Monologen, mit langen Reden. Das soll jetzt andere machen. Ich erkläre nochmal für alle, die das Ganze geplant haben. Es wird zwei Teams geben. Hier ist das eine Team, da das andere. Die werden gegeneinander, da kann man vielleicht sagen, betteln. Und die Grenze ist da ein bisschen schwierig zu ziehen, weil keines der beiden Teams sagt, Datenschutz ist völliger Blödsinn. Aber es gibt auf den Datenschutz auch schon sehr unterschiedliche Sichtweisen. Das eine könnte man vielleicht sagen, es ist eher eine europäische, eine deutsche Sichtweise. Eine Sichtweise, die sagt, wir müssen hier viel mehr tun, wir müssen hier sehr viel vorsichtiger sein, als wir das bisher sind. Das wäre diese Sichtweise. Die andere Sichtweise zieht es vielleicht ein bisschen aus dem amerikanischen Sprachraum, wo man grundsätzlich etwas lockerer aus europäischer Sicht mit diesem Thema umgeht. Wir können auch noch andere Unterschiede festmachen. Ja, die einen sagen, wir müssen grundsätzlich die Wirtschaft mehr an die Kanache nehmen, wir müssen eben mehr Vorschriften auch machen, wir müssen das Ganze enger fassen. Also es wird beispielsweise in der Datenschutzverordnung für Europa aktuell diskutiert, ob die Privatsphäre-Voreinstellungen in sozialen Netzwerken grundsätzlich sehr eng sein müssen. Und wenn ein Nutzer oder eine Nutzerin das ändern möchte, dann muss sie aktiv werden und kann sagen, ich möchte was meine politische Einstellung ansehen. Der Status quo, und das wird dieses Team vertreten, ist andersrum. Facebook wird momentan, ist es so, wenn die neue Features auf den Markt bringen, neue Möglichkeiten, die man bei Facebook machen kann, dann sind die grundsätzlich eingeschaltet und die Datenschutzeinstellungen sind meistens so, dass wenn ich nichts ändere, dass das alle sehen können. Das kann man so und so sehen. Die Aufgabe der beiden Teams ist es heute, nicht nur in Klammer die eigene Meinung zu vertreten, sondern vor allem die Meinung des Teams, weil es ist quasi ein Serviceangebot an euch, dass ihr von dieser Seite immer Argumente aus dieser Richtung hört. Wir müssen das europäischer sehen und wir werden von hier die Argumente immer nur aus der Seite der Wirtschaft sehen, die sagt, wir möchten Innovation haben, wir möchten innovativ sein und Datenschutz ist zwar wichtig, aber er darf auch uns nicht zu sehr hängen. Das ist nicht immer notwendigerweise die persönliche Meinung der Diskutantinnen, sondern ihr sollt euch eine Meinung bilden und wir spielen das Ganze über verschiedene Runden. Die erste Runde wird ein Eröffnungsstatement sein. Das werden wir gleich sehen. Jetzt bitte ich der Reihe nach mal auf die Bühne. Und zwar den Markus Pfeiler, der ist. Ein Riesenapplaus! Ich darf mir erlauben, ich lasse Stefan wieder weg. Nein, stellvertretender Chefredakteur vom Linux-Magazin. Dankeschön, geh schon mal hin. Wer von euch nutzt Open Source Software? Wer hat sich gerade angeschaut und wer hat sich gerade nicht gemeldet und hat ein Android-Telefon? Ihr kennt euch alle perfekt aus. Er ist der Linux-Mann. Dann kommt direkt neben dran aus dem Hohen Haus, dem Deutschen Bundestag, der Wahlkreisabgeordnete aus München Süd und auch der Kandidat für die kommende Wahl zum Deutschen Bundestag für Bündnis 90 Die Grünen. Herzlich willkommen, Jerzy Montag. Und dann noch
an eurer Seite vom GDD. Da müssen wir jetzt nochmal kurz überlegen, das hat irgendwas mit Bundesverband der Datenschutz und Datensicherheit e.V. Irgendwas in der Art. Du musst es gleich nochmal sagen. Herzlich willkommen, Daniela Duda. Datenschutz ist vor allem das, worüber wir heute sprechen. Datensicherheit ist ja vor allem das auch, dass ich Daten gegenüber Hackern und bösen Leuten schütze, dass Unbefugte keinen Zugriff drauf haben. So grob gesagt. Ja, und ihr habt das doch schon. Das ist die eine Mannschaft oder das eine Team. Und hier bitte ich auf die Bühne die Tanja Gabler, die jetzt direkt aus von einer Veranstaltung in Südfrankreich zu uns gekommen ist. Kannst du uns vielleicht gleich für mich abpassen? Ja, ein bisschen. Perfekt, wunderbar. Tanja ist Redakteurin bei der iBusiness World, Internet World Business. Ich leite die Online-Redaktion der Internet World Business. Habt ihr immer noch eine Online- oder eine Print-Redaktion und das noch nicht trimedial oder bimedial verbunden? Alles immer so ein bisschen im Fluss. Alles im Fluss, perfekt, ja, so die Hitze auch, ja. In der Mitte, auch aus Berlin, von der komplette Name, ich habe die Abkürzung des Links, ist die 101 Internet AG, Guido Brinke. Herzlich willkommen. 101, was macht ihr noch außer, der macht ganz, ganz viel Werbung und irgendwie diese Kisten und bis morgen kommt ihr dann, oder ist das die Konkurrenz bis morgen, nicht das Internet bringt? Nee, die Konkurrenz schafft es ja noch nicht. Nee, genau, wir machen aber nicht nur Ex-Geschäft, sondern unter anderem auch GMX und Web.de, das kennt man auch schon durch das Marken. Preise. Und habt ihr auch einen direkten Draht zur NSA, wie Gmail? Nein. Das beschreibt ja auch alle anderen. Da kann man jetzt auch interessant. Die Antwort ist nein, aber das beschreiben ja auch alle anderen. Wir lesen zwischen den Zeilen. Nein, die Antwort ist nein. Aber es machen, Gott sei Dank, aber es machen auch alle anderen. Auch wenn ihr es machen würdet, würdet ihr nein sagen müssen. Wahrscheinlich. Das weiß ich nicht, da wirst du nicht machen. Alles klar, herzlich willkommen, vielen Dank. Und zu guter Letzt vom ehemals vom Jugendmagazin. Wer von euch hat den Kampf früher gelesen? Anzeichen. Bravo, Leute. Der war damals wahrscheinlich noch nicht dafür zuständig, als ich sie gelesen habe, aber er hat lange Zeit auch die Online-Strategie der Bravo mitverantwortet. Schön, dass ihr da wart, Stefan Görner. So, jetzt muss ich mal gucken, das hier ist mein Bier. Ja, perfekt. Dann ist das meins. Ich werde jetzt mal ganz schnell hier, bevor ihr loslegt, euch nochmal die Regeln erklären. Und wichtig ist, dass ihr hier im Hintergrund. Das heißt,
mein Mikro, das Funkmikro, das rutscht sich immer an, das ist immer das lauteste. Und wenn ich dann die reinrufe, dann löst du die anderen Mikros einfach pauschal auf Null und fertig. Okay, aber ich finde es ganz spannend. Mal kurz Handzeichen, Abfrage. Ihr habt ungefähr diesen Unterschied, europäische Sichtweise, amerikanische oder eher nutzerzentriert, eher wirtschaftlich orientiert oder vielleicht eher hier eher so die, wenn ich es böse sagen würde, so die Aluhut-Fraktion, die sagt, hey, das, was da kommt, ist alles ganz schön heftig und da muss man arg vorsichtig sein. Und hier wäre eher die Fraktion, die sagt, Leute, bleibt mal locker, ist ja alles gar nicht so schlimm. Das sind so die beiden Unterschiede. Und wir gehen jetzt mal darauf ein. Wer tendiert denn eher dazu, zu sagen, Leute, um Gottes Willen, was da kommt, da müssen wir aber ordentlich mal Regeln einziehen, weil das, was da vor uns ist, das wird alles noch viel, viel schlimmer. Bitte um Handzeichen. Wir können es diesmal noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dankeschön. Wer tendiert eher zur anderen Seite? Ich würde jetzt zum Handzeichen. 1, 2, 3, 4, 5. Das ist ziemlich ausgeglichen. Wir werden es, denke ich, am Ende des Abends nochmal testen, ob das eher in die andere Richtung wechselt oder nicht. Ich habe jetzt genügend geredet. Und jetzt bitte ich Markus Feimer von Markus Linux von Feimer Magazin. Markus Feimer von Linux Magazin, sein Eröffnungsstatement in 2 Minuten zu halten. Bitte schön. Applaus nochmal für dich. Ja, hallo und herzlichen Dank. Ich bin Markus Feimer von Linux Magazin und ich habe gerade angesichts der 6 Thesen, die Thomas vorgestellt hat, mal gleich die Hälfte von den Bildern aussortiert, die ich genommen habe, weil ich finde eigentlich mit 4 von den 6 Thesen könnte sich meiner Meinung nach gleich an den Tisch der Herr Üben mit hinstellen. Nur die letzten 2 Sachen, die Organisierung, da bin ich auch irgendwo deiner Meinung. Aber die ersten 4, allen voran der Sache mit dem Verbraucher, der das alles entscheiden soll oder so, die kann ich also nicht so teilen. Wir haben im Linux-Magazin auch immer wieder Datenschutzthemen, das gerade jetzt zufällig das nächste Mal auch wieder eins. Unsere Leser sind eher Nerds und eher ja, so skeptisch wie ich auch. Und da kann ich eigentlich nur sagen, angesichts der Prism-Geschichte aktuell, die jetzt staatlich ist, kann ich nur sagen, die guten Nachrichten sind, wir sind alle nicht paranoid, das ist wirklich wahr, wir werden also ständig überwacht. Der Staat ist aber nur eine Sache, wenn jetzt Obama sagt, yes, we scan, dann ist das nur die eine Geschichte, weil wir haben auf der anderen Seite auch, und da geht es heute hauptsächlich jede Menge Firmen, die Daten über uns sammeln. Das hier ist eine Microsoft-Werbung für die Xbox One, ihr habt es wahrscheinlich alle mitbekommen. Die hat die Kamera im Prinzip dauernd dran, deswegen ist auch das Lied, das Microsoft für die Werbung verwenden will, Every Breath You Take von The Police, die einen oder anderen werden es noch kennen. Oder aber wir haben Apple. Siri ist auch ein Begriff. Siri verarbeitet die Daten nicht lokal, sondern auf Servern von Apple, also in den USA voraussichtlich. Dort ist der Datenschutz ein ganz anderer als bei uns. Deswegen wird Siri auf die Frage, are you recording my conversations and sending them to the NSA? Also nimmst du das auf und speicherst das und schickst das an die NSA, was ich dir sage, was ich dich frage, antwortet Siri mit einfach nur, ich kann das nicht beantworten und das ist genau richtig. Und da stimme ich nämlich schon mal nicht mit dem überein, was der Daniel, der Guido gesagt hat von 1 und 1. Wenn sie mit der NSA zusammenarbeiten würden, dürften sie es nicht sagen, weil es gibt den Patriot Act, der das den Firmen verbietet, darüber Auskunft zu erteilen. Viel schlimmer ist, wir werden alle gespeichert, Facebook, alle zusammen, aber die Leute ignorieren dieses Thema. Vielen Dank, perfekt, Applaus. Das war schon fast eine Punktlandung. Hier kannst du noch den Sound hier von meinem. Ja, der ist schon an. Der ist schon an, perfekt, wunderbar. Dann Guido von 1 und 1, bitte schön. Hi, ja, ich bin Guido von 1 und 1. In heutigen Tagen muss ich eingehen sagen, dass das Format nicht völliges Neuland ist. Das ist ja wichtig heute. Ich möchte ganz gerne zu Beginn dieser Diskussion also kurz mit so ein bisschen einen Reality-Check machen bezüglich der Dokumente, die wir vor allem gerade in Brüssel so von der Politik hören, was den Datenschutz angeht. Das eine ist das tolle Dogma Datenminimierung, Datensparsamkeit. Dem möchte ich einfach eine Zahl gegenüberstellen. Die Schätzung, die ich jetzt zeige, stammt von Google. Google hat geschätzt, dass die Menschheit seit Beginn der Zivilisation bis 2003 etwa
5 Exabyte an Daten generiert hat, 1 Exabyte sind 1 Milliarde Gigabyte. Und der zweite Teil der Schätzung sagt, dass diese Menge heute alle 2 Tage generiert wird, dass also zum Prinzip so der Datenminimierung als übergeordnete Leitlinie und Anforderung des Datenschutzes und der Politik an die Welt, die Welt des Ministers, das ist so ein bisschen, glaube ich, wie Zahnpasta in die Tube drücken, also wenn wir da viel Spaß haben, muss man zumindest mal überlegen. Das zweite ist, das in Brüssel sehr häufig zu hören, wenn auch in Deutschland gern postulierte Primat der Einwilligung, die Einwilligung als ein Heilmittel des Datenschutzes, die den Nutzer größtmöglichen Schutz vermittelt. Dazu eine aktuelle Zahl aus der Atlantic, aus der aktuellen Ausgabe, die hat ausgerechnet für die amerikanischen Bürger, dass jemand, der alle Datenschutzerklärungen der Webseite, die er über das Jahr hinweg nutzt, tatsächlich liest, dafür 10 Tage braucht. Das ist ungefähr der Jahresurlaub eines Angestellten in Amerika, also da werden sich die Reiseindustrie in Amerika jetzt große Angst haben. Fazit, ich glaube, die Diskussion strenger oder schwächer ob europäisch oder amerikanisch ist völlig falsch. Es ist die Frage, wie nah ist das Datenschutzrecht überhaupt noch in der Lebensrealität? Da wird man auch im Vollzugsdefizit schon das geltende Datenschutzrecht in Deutschland reden müssen. Ich glaube, das Datenschutzrecht ist sehr weit schon heute von der Lebensrealität entfernt und deswegen ist die Diskussion in Brüssel verdammt rückwärts gewandt. Superstar. Da ist es ja eher so, dass es zur Schau stellen
eher angesagt ist. Und da wäre vielleicht dann mal eine Möglichkeit, anstatt jetzt mit Datenschutzthemen zu kommen, die aus jugendlicher Sicht eigentlich gar nicht notwendig sind, vielleicht mal gesellschaftlich anzusetzen, um da das eine oder andere Thema anders auch mal nach vorne zu bringen, als mit Maßnahmen, die eigentlich nicht notwendig sind und auch ins leere Ziel. Dankeschön. Ja, ich heiße Jerzy Montag, ich bin Bundestagsabgeordneter. Seit ich denken kann, Bürgerrechtler aus München hier. Wir sind ja vorgestellt worden vom Moderator mehrfach so nach der Seite, das ist die Seite der Klemmis und das ist die Seite der Coolen. Ich fühle mich da nicht aufgehoben, ich glaube, das ist auch nicht die richtige Einteilung. Ich persönlich habe überhaupt gar nichts dagegen, ganz im Gegenteil. Dass die Wirtschaft auch im Internet Geschäfte macht. Ich habe überhaupt nichts dagegen, dass Menschen in sozialen Netzwerken sich austauschen, neue Formen der Kommunikation betreiben. Ich habe im Grundsatz sogar nichts dagegen, dass unsere Sicherheitsbehörden Daten, die gesetzlich erlaubt sind, auch nutzen, um Sicherheit in der Gesellschaft herzustellen. Worum es mir geht, ist, sich darüber bewusst zu werden, was die Daten sind, von denen wir alle diskutieren, dass es sie zu schützen gibt. Diese Daten, die wir meinen, sind Teile von uns. Das war schon vor der digitalen Welt ein Problem. Durch die Digitalisierung ist es zu einem Riesenproblem geworden, dass Informationen, die individuell auf unsere Person hinauslaufen, unsere Krankheitsdaten, unsere Vorlieben, unsere Kaufgewohnheiten, unsere Art, sich in der Stadt oder auf dem Land zu bewegen, etc., etc., sind alles Teile von uns. Und so wie wir durch unsere Grundrechte geschützt sind, sind auch die Teile von uns durch Grundrechte geschützt, die sich in Daten materialisieren. Deswegen gibt es in Deutschland ein Grundrecht auf Intimsphäre und Schutz der eigenen Daten. Die Aufgabe der Gesellschaft und der Politik ist ein Regelwerk herbeizuführen, in dem dieser Schutz gegenüber dem Staat und gegenüber der Wirtschaft effektiv wirkt. Das nicht mehr und nicht weniger wollen. Redner des Deutschen Bundestages das Wort hat. Tanja Gabler. Ich bin Tanja Gabler, ich leite die Online-Redaktion der Internet World Business und mein Statement ist, dass wir uns alle unglaublich daran gewöhnt haben, dass das, was wir im Internet nutzen, kostenlos ist. Das sind zwar auf der einen Seite also Programme, die entwickelt und gepflegt werden, dazu gehört Mail, dazu gehört Social Media, dazu gehören natürlich auch alle anderen Programme, die wir nutzen, Besuche. Dazu gehören Informationen, die bereitgestellt werden und auf die wir selbstverständlich zurückgreifen. Und dazu gehören auch Cloud-Dienste, die fast jeder von uns nutzt, der irgendwo ein Foto hochlädt, ein Statement macht, ein Status-Update oder wie auch immer. Für uns sind diese Dienste kostenlos, nur die Firmen zahlen dafür. Die müssen sich refinanzieren und das tun sie über Werbung. Nun ist es aber so, dass Werbung, die irgendwie nach dem Gießkannenprinzip ausgeliefert wird, weder besonders effizient ist, noch besonders gut bezahlt wird. Das heißt, um sich zu refinanzieren, müssen Firmen Werbung passgenau ausliefern und dazu brauchen sie Daten. Jetzt haben wir alle durch, oder? Richtig. Okay, das war schon die erste Runde. Ihr seid jetzt mal drin, habt die unterschiedlichen Sachen zwischen den coolen oder nicht so coolen oder hin oder her euch mal anhören können. Wir gehen jetzt in die zweite Runde. In der dritten Runde seid ihr übrigens anscheinend aus Vorbereitung. In der dritten Runde sucht ihr Begriffe aus, die euch wichtig sind, zu denen dann jeweils ein Teammitglied Stellung nehmen muss. Überlegt euch schon mal, zu welchen Schlagworten, zu welchen Hashtags, beispielsweise Hashtag Neuland, das ist ganz aktuell heute, könnt ihr euch dann später aussuchen, ob das eine Team oder das andere Team dazu Stellung nehmen soll.
Bevor wir in diese Runde kommen, haben wir vorher noch den sogenannten Nahkampf, so heißt es. Das heißt, das eine Team stellt eine Frage an das andere Team und sucht sich dann auch gleich noch aus, wer die Antwort geben soll. Also sagt zum Beispiel, ich würde gerne von der Daniela folgendes, oder ihr sagt, ich würde gerne von der Daniela folgendes wissen. Und sie muss dann direkt darauf antworten und dann geht es hin und her. Das heißt, ihr werdet drei Fragen an die drei stellen und umgekehrt. Wir hatten gerade mit dieser Mannschaft angefangen. Das heißt, ihr müsstet anfangen, bedeutet aber umgekehrt wieder, dass ihr die erste Frage stellen könnt. Sucht euch aus, an wen ihr sie stellt und was ihr stellen wollt. Und ihr habt dann auch ganz kurz Zeit, euch nochmal eine halbe Minute zu beratschlagen, nochmal Gedanken zu machen und dann erst zu antworten. Ja, es hat sich ja schon angedeutet vorhin, dass ich eine Frage an Guido von 1 in 1 habe. Und zwar, 1&1 ist ja auch international tätig, auch in den USA. Das ist noch nicht die Frage, das ist die Frage, wer das nicht so einfach. Ja, klar, natürlich. In den USA gilt der Patriot Act zum Beispiel, der es dem Staat ermöglicht, nicht nur ermöglicht, sondern es ihm erlaubt, fast nach unseren Moral-Grundgesetz-Vorstellungen, freiheitlichen Datenschutzvorstellungen, eigentlich fast beliebig, auf Daten von Unternehmen zuzugreifen, auf die Kundendaten von Unternehmen. Wenn ich mit Firmen spreche, die IBM und anderen Firmen, die über den Teich und in Deutschland tätig sind, sagen sie immer, ja, wir halten uns natürlich an deutsche Rechte, an deutsche Gesetze, wir halten uns an europäische Gesetze, wir halten uns an alle Gesetze, die in den Ländern gelten, in denen wir uns, in denen wir geschäftlich tätig sind. Jetzt ist es für mich nicht einsichtig, wie das möglich sein soll, sich gleichzeitig in Amerika an den Patriot Act zu halten, der es erlaubt, auf alle, dem Staat erlaubt, auf alle Daten zuzugreifen, es gleichzeitig verbietet, den Kunden davon in Kenntnis zu setzen und sich aber gleichzeitig an die in Deutschland geltenden Datenschutzgesetze zu halten. Wie macht ihr das bei 1&1? Möchtest du kurz überlegen dazu oder kannst du da schon fragen? Du hast aber auch nur 2 Minuten. Achso, okay. Das ist schon die Frage für die Frage gesehen. 2 Minuten, 3 Minuten für die Frage, 2 Minuten für die Antwort. Das war nicht ganz fair. Das war jetzt erst selten, wenn du das nicht fragst. Es ist natürlich insofern ganz geschickt. Also ich habe genauso viel Zeit wie ihr. Ja. Ihr könnt ja nachher auch drei Fragen stellen. Wobei ich glaube, die erste Frage werde ich keine Zeit nehmen. Und bei den nächsten Fragen müssen wir schon mal Fragen die Zeit nehmen. Aber das 2 Minuten. Ganz kurz, ja, wir haben auch US-Geschäft, das ist nicht der Schwerpunkt bei uns, die Server stehen in Deutschland überwiegend, aber wir haben auch ein Serverzentrum in den US. Richtig ist, dass der Patriot Act nicht nur für die US-Companies gilt, sondern für alle, die in Amerika sitzen. Die Datenschutzbehörden in Deutschland sehen, glaube ich, allerdings keinen unmittelbaren Konflikt, weil es eine territoriale Anwendbarkeit des Rechts gibt. Die Grundsatzfrage, die du ausgelöst hast, ist aber eine ganz andere und die ist auch wichtig. Nämlich, wie sollen sich Firmen eigentlich verhalten? Denn wir reden ja eigentlich nicht über den Bereich von Unternehmensverantwortung, sondern über den Bereich von staatlicher Verantwortung. Man hat gesetzliche Pflichten, die übrigens auch in Deutschland, es gibt auch in Deutschland Behördenauskunftspflichten, ja, die Staatsdatenauskunft ist gerade neu geregelt worden, und denen folgt man natürlich, wenn man das muss. Das heißt, das ist eine politische Frage, insofern, die mehr an den Teamkollegen gerichtet werden müssen, ich spiele sie gleich zurück an die Erzählung ein. Die Politik muss das entscheiden, wie damit umgegangen wird. Und die Frage des Verhältnisses, des internationalen Verhältnisses, ist eine Frage, die müssen Brüssel entscheiden. Und das Interessante ist, dass dazu in der Datenschutzverordnung absolut nichts steht. Der Herr Albrecht wird jetzt immer auf den ehemaligen Artikel 42 verweisen. Das war eine kleine Norm, die hat er nicht, die wollte die Kommission am Ende nicht. Also, falsche interessante Frage. Das ist eine politische Entscheidung. Und die Firmen müssen das ausbreiten. Das war bei der Vorratsdatenspeicherung nicht anders. Das war vor allem in Ärger auf dem Rücken von Unternehmen. Insofern habe ich noch viel Zeit, weil leicht zu antworten. Du hast nicht gesagt, wie ihr heute damit umgeht. Das will ich schon. Bitte? Du hast nicht gesagt, wie ihr heute damit umgeht. Das will ich schon. Also, ich habe keinerlei Infos, dass wir Auskünfte nach dem Patriot Act geben. Ich kann aber sagen, dass wir in Deutschland Bestandsdaten Auskünfte machen. Natürlich nach den entsprechenden Rechtsnormen. Das ist auch zwingend. Also, du kannst auch niemanden beraten, dass er das nicht tun sollte. Das wäre nämlich rechtswidrig. Das ist wichtig, das zu sagen, dass er das tut.
Ja, aber du würdest es Unternehmen auch empfehlen, wenn sie zu dir kommen, weil sie ihnen gleich folgen müssen. Okay, danke schön. Ihr könnt jetzt gleich eure Gegenfrage stellen und euch gleich aussuchen, wer von den drei denn die Frage beantworten soll. Ja, haben wir bereits. Also ich habe eine Frage an die Daniela. Die hat ein Stück weit auf der Hand. Ich habe in den letzten Jahren eigentlich relativ viele ganz witzige Startup-Ideen in der Frühphase auch mir anschauen dürfen. Bin jetzt auch in dem einen oder anderen Kreis, das ist zum Beispiel Angel-Kreis oder auf Neudeutsch, wo solche Themen vorgestellt werden. Ich stelle fest, es gibt jede Menge tolle Ideen, es gibt jede Menge wirklich guter Produkte und es gibt auch jede Menge Kreativität. Es scheitert in vielen Fällen an wirklich ein paar Dingen im Vergleich zu dem, was jetzt wirklich in Silicon Valley passiert, nämlich dass wir tatsächlich einerseits ein Mentalitätsproblem haben, also dieses Connecting the Dots ist nicht so gegeben, was häufig in den USA da ist, dass man wirklich Informationen frühpreisig, Kontakte und so weiter auch teilt und mit Leuten diskutiert. Das ist ein bisschen eine Mentalitätsfrage, ist auch einiges an Geheimnisthema rein, aber es fehlt schon auch viel an Infrastruktur und an wirklich guten Unternehmertum. Das ist jetzt nichts, was man von heute auf morgen ändern kann. Ich bin aber der festen Überzeugung, wenn wir jetzt diesen Themen nochmal einen weiteren Weg vorschieben, indem wir dieses Thema Datenschutz nochmal deutlich stärker machen und praktisch allen potenziellen Startups oder allen Menschen hier nochmal den ein oder anderen Bedenkenträger-Argument zusätzlich vor die Füße knallen, dann verlieren wir nochmal deutlich mehr an Boden. Das ist tatsächlich aus meiner Sicht völlig unnötig. Also wir werden nochmal hinsichtlich des Technologiestandorts ohne Not verlieren. Das war die Frage. Was ist jetzt deine Frage? Die Frage war, warum ihr für das Thema Datenschutz dann auch eintretet oder ob das wirklich eure feste Überzeugung ist, dass Deutschland in dem Bereich noch weiter zurücktreten soll, dass es sowieso schon der Fall ist. Zum einen reden wir nicht davon, dass Deutschland zurücktritt, sondern wir reden davon, dass europaweit einen Schritt vorangeht. Zum anderen, um das zu beleuchten, wir dürfen doch auch Werbung gezielt machen, ja, weil das das Gesetz bereits heute erlaubt und das die EU-Reform auch erlaubt. Gezielt insofern, dass das ein Nutzen für den User ist. Ich begleite selbst Startups und ja, sie haben anfangs Probleme, aber eigentlich selten mit dem Datenschutzrecht, sondern mit dem Verständnis des Datenschutzrechts. Ich begleite auch Startups, denen ich sage, ihr habt Ideen, die kompromittieren die Daten der Nutzer. Wenn ihr selbst Nutzer dieser Idee wärt, würdet ihr ein Geschenk haben und würdet ihr sagen, wir wollen das nicht. Das heißt, ich behaupte, dass diese Panikmache, die von den Unternehmen kommt, und so hat das Datenschutzrecht zu bremsen und das macht uns kaputt, dass die nicht stimmen. Wenn man das Datenschutzrecht mit Vernunft betrachtet und wenn man endlich mal sich die verdammte Zeit nimmt und seine Strukturen ordentlich aufsetzt und auch diese Verbindung und Verknüpfung von Profildaten ist nicht per se verboten. Man muss sie nur anständig machen. Und Anstand, unternehmerischer Anstand, kostet Geld, kostet Zeit, kostet Ressourcen, kostet Hirn. Und Hirn, genau gesagt, vermisse ich bei so manchen Schaffern. Da draußen, die wollen einfach nur schnell Geld. Insofern, nein, ich glaube nicht, dass es bremst. Ich glaube, dass es Gas gibt, weil es die Leute dazu zwingt, professioneller werden zu werden. Als sie das Beitragsmal nur vermissen müssen. Du musst dir nicht auslösen, die Frage war ja lang genug. Dankeschön. Aber wir sehen schon den Effekt, dass ihr das schon ganz geschickt macht und sagt, die Antworten damit eine Zeit genommen, da sind sie dann ziemlich knapp. Eine Minute, wir packen mal alles in die nächste Frage rein, da messe ich mich. Also ich übernehme die Zeit, die übrig geblieben ist. Das befürchte ich auch. Ja, die Landfrage. Also meine Frage richtet sich an dich, Tanja. Du hast mich fast zum Weinen gebracht mit deinem Eingangsthema. Die Internetnutzer, wir alle. Wir sind es so gewohnt, was so ungerecht ist, wenn wir zum Bäcker gehen und eine Semmel kaufen wollen, dass wir dafür was zahlen müssen. Jetzt haben wir die große Freiheit und nutzen Applikationen und Erneuerungen und was weiß ich, was alles kostenlos. Aber natürlich, das Publikum ist blöd, erkennt es nicht. Irgendjemand muss es machen und irgendjemand will damit Geld verdienen und die Firmen, die das bezahlen und finanzieren, die refinanzieren sich. Werbung und diese Werbung stecken sie dann, geben sie dann den Entwicklern, damit die wieder so schöne Sachen machen können, die wir umsonst runterladen und wenn die keine passgenauen Daten hätten, dann würde das Ganze nicht funktionieren. Das ist Irrsinn und hat mit der Realität nichts zu tun. Das erste ist, dass die Firmen, die du meinst,
inzwischen Hunderte von Milliarden Dollar pro Jahr verdienen, die größten und mächtigsten Firmen der Welt geworden sind und diejenigen, die die Apps entwickeln und das, was kostenlos heruntergeladen ist, ist überhaupt gar nicht mehr das Geschäft, sondern nur noch ein Nebenwerk. Aber ich habe ja überhaupt nichts dagegen, dass diese ganze Kette kostet. Entweder werden alle diese Applikationen als kostenpflichtiger Download angeboten. So wie Semmeln gekauft und nicht geklaut werden, es gibt keine kostenlose, so werden die Applikationen auch von den Firmen gegen ein Entgelt angeboten. Oder die Firmen fragen verdammt nochmal nach, ob sie die Daten nutzen können, ohne sie weiter zu verstärken, ohne sie über Kreuz zu verwenden, ohne dass sie dann ein Profil herstellen, sondern nur für diese Werbung. Wenn sie die Genehmigung haben von jedem, wenn du so blöd bist und sie ihnen gibst, ist es dein Bier. Und ich möchte das Recht haben, bevor meine Daten verwendet werden, gefragt zu werden. Das ist das Einzige, was wir wollen. Wir wollen dieses Geschäft nicht verbieten, sondern wir wollen es auf die Füße stellen, vom Kopf auf die Füße. Was hast du dagegen? Das ist eine ganz kurze Antwort, ich habe da nichts dagegen. Weil ich denke, es ist jetzt schon, deswegen wird ja jetzt auch noch ein europaweites Gesetz aufgesetzt, wo man sagt, es ist klar, noch ist nicht klar, ob die Nutzer einzeln zustimmen müssen oder ob man das über Gesetze regelt. Aber ich denke, dass jetzt auch schon jeder, der sich informieren kann, und das kann jeder, kann schauen, wer Daten abzieht, kann auch gucken, wenn ich was runterlade, worauf wird zugegriffen. Und dass da noch mehr Transparenz nötig ist, denke ich, ist auch was, was die Wirtschaft zum Teil möchte und zum Teil natürlich auch nicht. Ihr werdet mit euren Antworten immer kürzer. Aber dafür werden die Fragen immer länger. Daniela, bitte schön. Du sagst, was sehr spannend ist, und wir als Business Angel, für die spannend, weil du kommst mit sehr, sehr vielen innovativen Geschichten in Kontakt und begleitest Firmen und Menschen, die sich bewegen. Die ganz, ganz schnell bewegen. Ab welchem Moment würdest du sagen, dass Unternehmen auf ihre Daten denn langsam mal aufpassen müssen? Das heißt, wie viele Daten oder welche Daten muss denn aus der Sicht eines Business Angels, aus der Sicht eines Unternehmers ein Unternehmen haben, um zu beginnen, darauf aufpassen zu müssen? Und was muss das Unternehmen dafür tun? Also was ist dem Unternehmen denn zuzumuten aus der Sicht des Unternehmens? Also leider bin ich kein Business Angel, das würde mich wirklich interessieren. Ich glaube, ich berate die einen oder anderen Runden in der Form. Meine Aussage war auch weniger, dass ich jetzt zwingend gesagt habe, dass das alles schlecht ist, sondern mich stört die Diskussion so unglaublich, die hier extrem hochgekocht wird, die am Ende des Tages wirklich dahin mündet, dass sehr, sehr viele Investoren von sich aus schon mal sagen, Mensch, dieses Thema können wir gleich vergessen, weil da kommt ja noch so eine Lawine in sich im Datenschutz auf uns zu. Das macht es so unglaublich kompliziert und komplex im Vergleich zu dem, wie ich in den USA oder in anderen Ländern investieren kann, dass ich glaube, dass wir da tatsächlich sehr, sehr viel Kreativität abwürgen werden. Ja. Und es geht so ein Stück weit in die Richtung, was ich vorher gemeint habe, dass grundsätzlich der Meinung bin, dass Daten auch noch angehoben werden sollen. Ja, wir reden uns damit einverstanden, da bin ich völlig d'accord, aber sehr viele haben einfach diese Sensibilität in der Form auch nicht, wie es teilweise jetzt auch in Diskussionsrunden angenommen wird. Also wenn man auch mal wieder einen Blick in die USA zum Beispiel wirft, da sind sehr, sehr viele Sharing-Modelle und so weiter deutlich weiter, die hier einfach nicht Fuß fassen können, weil einfach von vornherein schon gesagt wird, das wird ein bisschen schwierig, bei dem, was alles an Themen da in der Diskussion auf uns zukommt. Und ich glaube, die Sensibilität ist gar nicht so hoch, wie es vermeintlich in der Diskussion gemacht wird. Okay, du sagst, was braucht man denn? Ab wann muss ein Unternehmen beginnen? Also, wenn du sie berätst, ab wann sind die denn deine Befindlichkeitsgefühl so weit, dass sie endlich beginnen sollen, auf ihre Daten auch intern abgeben zu müssen? Was dafür tun sie? Das ist grundsätzlich von der ersten Minute an, das ist schon passiert. Gut, ne? Hatte ich, aber dann ist es auch schon irgendwie. Aber nochmal die Sensibilität natürlich vorausgesetzt und ich glaube, die ist teilweise in vielen Fällen gar nicht so gut. Einer Meinung ist, dass von der ersten Minute aus.
Stelle. Es ist von der Seite her ganz interessant, wie man sieht, wie eure Distanz zum Tisch mit jeder Fragerunde um 10 cm wächst. Ich weiß nicht, wie ich das zu interpretieren habe. Ihr haltet euch mal schön fest und ihr macht wie Profi-Tischtennisspielerinnen, die dann so ganz weit hinter der Platte aber auch ihre Asse schlagen. Ich glaube, wir haben noch eine Frage, oder? Eine Frage? Noch zwei sogar? Zwei aus unserem Team sogar. Okay, also wer ist jetzt dran? Jetzt stellt ihr eine Frage und ihr sucht euch aus, wer die Frage beantwortet. Also meine Frage geht an den Markus und es ist, dass Unternehmen wie Facebook wirklich sehr, sehr viele Daten erheben. Auch zum Teil mehr, als die Leute sich wünschen, ist ja irgendwie bekannt. Dennoch ist es so, dass unglaublich viele Leute Facebook nutzen. Also wahrscheinlich, wer von euch nutzt Facebook oder alles und wer nutzt es nicht? Okay, es sind höchstens ein Viertel, würde ich sagen, die es nicht nutzen. Und es sind ja nicht nur irgendwelche, die es nutzen, es sind ja nicht nur irgendwelche Teenager, die da irgendwie Gruppenzwang unterliegen, sondern der Altersdurchschnitt bei Facebook ist 44. Jetzt frage ich dich, sind die User doof oder sind die ignorant? Das ist natürlich eine Fangfrage. Also, wie heißt die Webseite nochmal? Facebook? Nutzt du nicht? Nee, kenne ich nicht. Ich nutze die deswegen nicht in erster Linie wegen den AGBs, weil die mir Sachen aufzwingen, die nach deutschem Recht meiner Meinung nach nicht machbar sind. Also in erster Linie, weil Jesse in erster Linie besser auskennt wegen dem Urheberrecht. Und ich glaube, die meisten Leute sind nicht doof. Die sind vielleicht so manche ignorant, aber im Wesentlichen wissen sie es einfach nicht, auf was sie sich da einlassen. Und das ist nämlich auch die Taktik. Ich wollte dich gerade nämlich auch zurückfragen bei deiner Frage. Das ist die Taktik, die dann an der ganzen Geschichte ist. Es geht nicht darum, mir ein besseres Produkt zu verkaufen. Es geht um mir ein Produkt mehr zu verkaufen. Es geht darum, und da kann ich hier auch nur dieses Buch empfehlen von Eli Pariser, die Filterbubble. Es geht darum, die Sachen auszublenden, die für mich als Verkäufer jetzt vielleicht nicht so attraktiv sind, dass du sie siehst oder dass du sie kaufst, sondern dir möglichst die Sachen reinzulegen, für die du wahrscheinlich ja Geld ausgibst. Und wenn ich über dich weiß, dass du nachts um zwei, wenn du nicht schlafen kannst, vor dem Rechner sitzt und dann leichter auf den Bestellbutton klickst, und wenn ich dir jetzt sage, dass diese Daten, die wertvollsten Daten zurzeit sind, die es im Internet gibt, die Daten von jedem Einzelnen von euch, über das eine Fakt, wann ihr Kaufentscheidungen trefft, sind laut Eli Pariser die derzeit wertvollsten Daten im Netz. Und die sammelt Facebook mit seinen Partnern und Partnernetzwerken. Ich weiß es von Amazon-Mitarbeitern, dass sie kooperieren. Ich weiß es von zahlreichen Links, dass die Daten verkaufen. Das ist das Geschäftsmodell. Also sie wollen, um deine Frage nochmal zu beantworten, die Leute wissen es größtenteils gar nicht, auf was sie sich da einlassen. Und viele, die von Anfang an da mitgemacht haben, werden noch böses überraschen, böses Erwachen erleben. Da bin ich überzeugt davon. Dankeschön. Die Uhr läuft nicht mit, so dass ich 10 Minuten nicht recht bin. Meine Frage geht an Jerzy. Ich erst mal vielen Dank, weil du mir die Vorlage auch geliefert hast, mit dem was du skizziert hast, wie du zum Beispiel ein Bild von richtigen Datenschutz aussieht. Der Kollege im EP, im Europäischen Parlament, hat es ja im Grunde genommen den Satz zusammengefasst: if you want my data, ask for my consent. Also praktisch das Primat der Einwilligung. Ich muss auch vorausschicken, dass ich das überhaupt nicht gegen die Einwilligung generell als Prinzip hier schießen will. Das ist auf jeden Fall für weite Teile ein sinnvolles Prinzip. Das ist die Absolutheit, mit der das vertreten wird, wo ich Fragen habe. Aber meine Frage an dich ist eigentlich eine andere, nämlich, ja, das ist eigentlich ein Prinzip, das wir schon haben heute. Ja? Das ist das, was das deutsche Datenschutzrecht seit Jahrzehnten prägt. Und fühlt ihr euch denn eigentlich durch die Einwilligung oder einfach nur aus eurem persönlichen Raum überhaupt geschützt? Denn Facebook hat die Einwilligung für das, was Nutzer dort machen. Auch Google hat die im Zweifel. Das heißt, die Frage, ich wundere mich immer so aus der persönlichen Lebenserfahrung auch von Politikern, die gerne sagen auf Folien, ich lese das sowieso nicht den ganzen Mist, dass das Ergebnis dieser eigenen Erfahrung dann ist, wir brauchen eine starke Einwilligung. Ist jetzt nur eine Frage, ob wir statt Datenschutzerklärungen künftig Icons haben oder ist nicht dann vielleicht ein prinzipiell etwas fragwürdiges Prinzip zum Allheilmittel erhoben worden? Und die zweite Frage ist noch, auch wieder aus einer Nutzersicht, ist eigentlich euch als Politiker bewusst, dass die Einwilligung der leichter kriegt, der ein geschlossenes System im Internet baut?
genau die großen Plattformen, die immer kritisiert werden, haben es viel, viel leichter eingebunden zu bekommen, als eine offene Nachrichtenseite, die gar keine Nutzerbeziehung hat und alles im Cookie ablegen muss. Das heißt, wenn Einwilligung fordert, erfordert geschlossene Systeme, ob das will oder nicht, das muss nicht absichtlich sein, aber das ist der Umkehrschluss. Ist das bekannt? Ist einem das egal? Waren also zwei Fragen, deswegen hat er 2:30. Macht nichts, auf zwei kann ich beantworten. Also die Frage der Einwilligung ist eine, und du hast dem auch nicht widersprochen, auch von euch habe ich jetzt auf Rückfrage nichts anderes gehört, ein Grundbestandteil der Selbstbestimmung. Ne? Also wenn man nicht in Frage stellt, dass persönliche Daten von Menschen zuallererst einmal den Menschen gehören, dann ist es doch eine Grundaussage, die gar nicht bezweifelt werden kann, dass andere diese Daten nicht verwerten, verwenden, wirtschaftlich nutzen, wie auch immer können sollen, ohne dass sie eine Einwilligung desjenigen haben, dem sie ja gehören. Also ich kenne niemanden, der diesen Grundsatz sozusagen in Frage stellt. Alle anderen Fragen sind Fragen der konkreten Ausgestaltung am Medium. Ja? Also das ist die Frage zum Beispiel, erlauben wir, dass bei Vertragsabschluss oder bei Beginn einer Beziehung zu einem sozialen Netzwerk die Frage, ich willige ein, mit Kästchen, schon vorhanden ist, aber das Kreuz schon vorgemacht ist und der Nutzer aufgefordert wird, wenn der keine Einwilligung geben will, dann möge er das Kreuzchen tilgen. Ja? Wollen wir so etwas oder halten wir das nicht für richtig? Es gibt die Frage, wenn für die Beziehung über das Netz Voreinstellungen, also Softwareübertragungen auf den eigenen Bereich zukommen, wie sollen die vom Grunde her konfiguriert werden? Sollen die im Grunde offen konfiguriert werden, damit der Nutzer, die Nutzerin in der Verpflichtung ist, sie zu schließen? Oder sollen sie möglichst geschlossen konfiguriert werden, damit der Nutzer sie öffnen können muss? Das ist sozusagen der digitalen Welt adäquate, moderne Form der Einwilligung. Alle diese Fragen sind streitig, über alle diese Fragen sind gestellt. Und was ich zum Schluss sagen will, hinter allen diesen Fragen steckt ein materielles, ökonomisches Interesse. Und das muss auf den Tisch. Die Leute, die Firmen, die Unternehmen wollen mit diesen Daten Kohle machen. Das ist das Interesse an der Veränderung des Datenschutzes. Sammeln wir jetzt erstmal und am Ende suche ich mir dann gemeinsam mit euch die Begriffe aus, die mir passen. Allerdings werden nur zwei aus euren Teams zu diesen vier Begriffen dann Stellung nehmen. Die dritte Person hebt sich auf, die soll dann in der vierten Runde das Schlussplädoyer halten. Das Schlussplädoyer, da habt ihr nochmal 3 Minuten Zeit. Eine oder einer von euch sucht euch jetzt schon aus, wer das ist. Da könnt ihr dann am Ende nochmal alles das reinpacken, was ihr bisher noch nicht geschafft habt. Und ich schlage auch vor, dass wir für diese Begriffsrunde, dass wir da die Antwort auf 90 Sekunden setzen. Dafür kriegt ihr nachher 3 Minuten. Einverstanden? Alles klar. Dann bitte ich mal um eure Begriffe. Für welche Mannschaft wollen wir hier zuerst rein? Schlagworte, Hashtags, wo ihr jetzt sagt, Mensch, ich würde gerne mal eine Stellungnahme haben von einem Teammitglied zu diesem Thema. Also mit höheren Zukunftsszenario, das ist ja der Herr vom Linux-Magazin, hat gesagt, wir werden uns alle noch wundern. Und so würde mich interessieren, wie ein mögliches Szenario. Zukunftsszenario, das wäre allerdings für nachher. Sammeln wir schon mal wild durcheinander. Sammeln wir nochmal auch für hier noch andere Begriffe. Ich habe ein Problem mit dem Begriff, aber wenn es bei den Diskussionen in zwei ganz wesentlichen Punkten kommt, hilft man auch in der Sache vorbei sein, wenn das auch vorbei ist. Das eine war die Querfinanzierung, da gibt es auch drei verschiedene Arten. Das eine
Nutzerdaten verkaufsverweise an Drittanbieter und praktisch um sie gut zu bewerten. Und das Dritte ist, was Facebook einfach offensichtlich macht, dass Nutzerdaten wirklich nach außen an Dritte verkauft werden. Vielleicht kann man da auch diesen Begriff passgenau oder Profilbildung rauslesen. Also Profilbildung und dann ist nach der Rechtmäßigkeit dieser drei, vor allem die der letzteren. Wer wird verkauft? Ich würde grundsätzlich den Verkauf Nutzerdaten verkaufen. Gesetzlich verbieten. Okay. Das wäre dann aber auch für später. Verkaufen grundsätzlich verbieten. Wir suchen nochmal weiter nach Begriffen, wo man vor allem auch die Stellungnahme Big Data. Big Data, das ist mal ein Begriff. Okay, wir sammeln weiter. Stichwort Medienkompetenz oder mangelnde Medienkompetenz, ich glaube, das ist mal ein Thema für euch. Wir suchen noch weiter nach Begriffen. German Angst. German Angst, okay. Noch weitere Begriffe. Ja, ich würde vielleicht das fast noch eins größer aufmachen. Die Relevanz so einer Diskussion, also ich meine jetzt ganz ernsthaft, mit kompetenten Leuten, die sich hier mit sehr viel Hintergrundwissen über Dinge beschäftigen. Wie schätzt ihr, das gilt für beide Seiten, wie schätzt ihr die Relevanz so einer Diskussion für das weltweite digitale Geschehen ein? Okay. Also das kommt mir ja schon ein bisschen darauf reduziert auf unsere transatlantische oder wie man das auch westliche Sichtweise ein, aber wir reden ja von Nutzern weltweit, von Firmen weltweit und wie kann sich das dann tatsächlich auswirken in der Zukunft auch? Also da war die Frage nach den Szenarien der Zukunft auch. Also was bedeutet das dann tatsächlich, eine Diskussion dieser Art? Und wie wirksam ist sie da am besten investiert, sei es in Deutschland, sei es in Europa, sei es mit den Amerikanern zusammen? Ja, da geht es natürlich auch um hoheitliche Dinge, ja, Kontrolle über bestimmte Rechner, die wo stehen, wo sie jetzt in der Schweiz in Gebirge oder in Utah oder sonst wo auf dem Planeten. Aber ja, wie entwickelt sich das tatsächlich in seiner Relevanz weiter, was wir hier legal diskutieren? Das ist eigentlich ganz einfach. Dankeschön für das Stichwort. Wir sammeln weiter und suchen es dann nachher gemeinsam aus. Da hinten war eins und der vorne. Ich würde gerne an die Kopf nochmal den Begriff Konsumenten nutzen bringen. Weil es ist ja nicht nur so, dass sie alle die Daten sammeln, um Böses mit dem Konsumenten zu machen, sondern ja letztendlich auch was Gutes für den Konsumenten zu tun. Und nicht immer nur um Geld zu verdienen, sondern es steht ja auch um die Positivität. Und das geht an diese Gruppe, die Frage, wie Konsumenten nutzen. Dankeschön. Ich hätte noch die für mich halt eine entscheidende Frage nach der Verfassungsmäßigkeit und der Verfassungswidrigkeit auch von bestehenden Gesetzen, auch von bis auf diese Grundlinien, die in dem Bereich über die Grundgesetzlinie hinausgegangen sind, das Netzpolitik anbelangt, das Vorratsdatenspeicherung anbelangt. Dieser Bereich, der fehlt mir noch ein bisschen, dass man hier wieder zurückkommt und nicht Dinge einfach der Wirtschaft freigibt, so nach dem Motto, das musst du sagen, weil ich das habe, verlangt ist, sondern hier ist eine Grundlinie in Bezug auf Grundrechte, in Bezug auf Privatsphäre, was wir gesagt haben, Schutz der persönlichen Daten, meine Daten gehören mir und da gibt es keine Linie über hinaus. Das ist nicht veräußert worden, so wie das genannt worden ist. Dankeschön. Eine letzte Meldung und dann sammeln wir mal aus dem Pool, was wir uns da gemeinsam raussuchen. Bitte schön. Pro-Prism? Fragezeichen. Pro-Prism? Fragezeichen. Okay, dankeschön. War jetzt eine ganze Menge. Helft mir auch mal. Ihr helft mir jetzt durch Unmutsbekundungen, Pfiffe oder Buhrufe oder Trampeln und Klatschen. Das, was der Robert, der hier stand, mit den Relevanz und so weiter, ich kann mir gut vorstellen, es ist auch etwas fürs Abschlussplädoyer, was man sicherlich auch im Hinterkopf behalten sollte.
wo ich mir momentan leicht tue, ist mit diesem Begriff Medienkompetenz. Ich finde das spannend, vielleicht, dass ihr euch auf diesen Punkt einmal diesen Begriff Medienkompetenz noch nicht gleich zusammen erstmal. Dann, was hatten wir für einen Begriff bei euch? Was war da dabei? German Angst würdet ihr gerne zur Stellung nehmen? Okay. Datenspeicherung, Vorratsdatenspeicherung wäre auch noch für hier. Wenn keiner, nein, wir können nur zwei aussuchen. Aber Kunden nutzen und Überforderung. Alles klar. Das heißt, wir nehmen diese Begriffe und das andere, was vor allem nochmal kam, ist vor allem für diejenigen Personen, für die ihr als Team euch einigt. Fürs Schlussplädoyer habt ihr jetzt 3 Minuten, aber ihr fangt jetzt an, 90 Sekunden zum Thema Medienkompetenz. Wer als erstes? Was ist das? Grundsätzlich hier nochmal dieses Thema jugendliche Zielgruppen, was können die auf Facebook, speziell auf Facebook, was kann man denen ja, in gewisser Weise zugestehen oder eben nicht. Jugendliche haben Facebook nicht so auf der Uhr, und das wissen wir durch ganz viele Daten, dass sie das ernst meinen, was sie da drauf haben. Also es gibt ganz, ganz viele junge Mädchen, die irgendwie zu Kick gehen, ja, und in ihrem Profil sagen, Abercrombie ist toll, ja, und gleichzeitig irgendwie Justin Bieber hören und auf der anderen Seite dann aber sagen, Red Hot Chili Pepper ist extrem cool. Also das, was Facebook an Daten generiert, zumindest aus jugendlichen Zielgruppen, nämlich auf Targeting, geht sowieso in ganz vielen Fällen, im Gegensatz zu dem, was bei Google passiert, in die falsche Richtung. Also da ist grundsätzlich schon eigentlich eine relativ hohe A-Sensibilität und ein hohes Bewusstsein da. Und auf der anderen Seite, ganz viele mich eingeschlossen haben, eigentlich mit dem Thema Kunden und so gar nichts, sondern ich finde das Tollste, was es gibt bei Amazon, ist das Amazon-Prinzip, dass ich irgendwie mitbekomme oder über Spotify, was gefällt mir denn eigentlich, was hören die anderen Nutzer, was kaufen die anderen Nutzer, dann kriege ich speziell auf mich da irgendwo dann zugestellt Angebote. Ich sehe da ehrlich gesagt das Problem nicht. Ich finde es sogar toll, was anderes ist, wenn meine Daten ohne meine Einwilligung verkauft werden. So what? Also ich weiß selber, was mir gefällt. Ja. Bis dahin gar nichts. Vielen Dank. Gut, dann bist du weiter als ich, aber es geht vielen anderen, muss ich ganz ehrlich sagen, auch so, dass sie sich ja inspirieren lassen. Gut, Dankeschön für dein Statement. Dann kommt jetzt die berühmt-berüchtigte German. Vielleicht nicht die falscheste. Denn sie wird ja von wem als German Angst betrachtet? Sie wird von den Amerikanern als German Angst betrachtet. Oder von anderen Staaten, die sogar mit den Daten umgehen. Und wenn wir uns anschauen, dass in Amerika das Prinzip ist, wenn du erwischt wirst, dann bist du tot. Ja? Wir aber ein anderes Prinzip haben, nämlich betrachte dich mit Respekt. Und mach einfach nichts Böses, damit du auch nicht hinstellen kannst. Seht ihr doch, dass die Erlebniswelten ganz anders sind. In Amerika bin ich als kleiner Bürger nicht in der Lage, mich zu wehren, bis ich einen Anwalt finde, der dann hinter Geld riecht. Und erst dann kann ich mich gegen Unternehmen wehren, die böse mit meinen Daten umgehen. Und dann wird das Unternehmen eventuell daran sterben. Ist das Fintech? Ich finde nicht. Ja? German Angst. Hätten wir alle vor 10, 15, 20 Jahren gedacht, dass wir nackig im Netz stehen, wenn wir nur einmal auf einen Seite mit einem Like-Button kommen? Ich nicht. Und ich war sehr früh im Netz. Vielleicht früher als ihr alle zusammen. Möglicherweise. Möglicherweise war er auch wie die anderen schon als Babyfotos vertreten, weil eure Eltern Nerds sind und schon damals gewusst haben, wie man sowas postet. Das heißt, diese German Angst ist auch etwas, was wir sehen, wow, das geht verdammt schnell. Und wir sind doch alles Denker, Dichter, Philosophen. Wir müssen doch auch mal drüber nachdenken, wo es hingeht. Nicht einfach nur rennen und hoffen, dass wir vielleicht mal schneller sind als die anderen. Ich betrachte es als ein Plus von Deutschland, dass wir vielleicht nicht ganz so naiv nach vorne galoppieren. Jetzt muss ich überlegen, was hätten ja so viele Begriffe und Möglichkeiten. Medienkompetenz, mangelnde Medienkompetenz war das ja vor allem das Thema. Bitte schön. Natürlich ist mangelnde Medienkompetenz ein Problem, aber nicht nur bei Jugendlichen, sondern auch bei Erwachsenen. Das ist aber auch schon vor dem Internet so gewesen. Also das sind die gleichen Leute, die jetzt vor alles geglaubt haben, was in der Bildzeitung steht. Das ist einfach so, dass
Medienkompetenz immer erworben werden muss, wie viele andere Kompetenzen auch. Und natürlich braucht es da irgendwie ein Konzept. Ich bin mir aber nicht sicher, ob das jetzt quasi die Schule vermitteln kann, weil ich traue es ehrlich gesagt den Lehrern auch nicht zu. Vielleicht ändert sich auch das mit der Zeit. Und es ist vor allem eine Kompetenz, die, denke ich, erworben werden muss, sowohl im Elternhaus als auch eben im Zusammenhang mit Freunden, wenn man darüber spricht, weil oft eben die Freunde weiter sind. Und dann hatten wir bei euch das Thema Vorratsdatenspeicherung, VDS. Ja. Bitte schön. Also ich denke mal, es gibt eine Sache, da wird mir niemand widersprechen und korrigiere mich, wenn ich falsch liege. Vorratsdatenspeicherung ist in Deutschland nicht mit dem Grundgesetz konform, so hat das Verfassungsgericht geurteilt. Nicht? Leider nicht. Leider nicht. Auf jeden Fall ist es trotzdem ein Trend, den unsere Politiker ständig versuchen zu erzwingen. Ich habe mal einen längeren Post darüber geschrieben mit dem Titel, sie ist verfassungsfeindlich, sie ist staatsgefährdend, weil sie das Vertrauen der Menschen in den Staat untergräbt. Jeder weiß, wenn zu viele Daten oder wenn man das Gefühl hat, verfolgt oder abgehört zu werden, ändert man das Verhalten und zumindest das ist ein schützenswerter Wert, ein absolutes Grundrecht, das auch mit dem Recht auf Informations, auf freie Selbstbestimmung und so weiter enthalten ist. Und ganz gleich, ob wir jetzt in Deutschland eine Vorratsdatenspeicherung haben oder nicht, de facto haben wir eine in den USA. Und was dieser Lageplan hier ist, eben das, was wir gerade über Prison sprechen. Das ist die Datenhalde, die USA bauen für 2 Milliarden Dollar, wollen die dort angeblich J-Arbeit, das sind also 10 hoch 24 Byte, also eine 1 mit 24 Nullen, die Zahl stimmt, wird noch diskutiert, speichern. Das Ganze wird verschlingen, 65 Megawatt an Leistung, ist in der Wüste von Utah, gleich neben einem Stützpunkt, dem größten Ausbildungsstützpunkt der US Marines, ein Shell, der sich Böses dabei denkt. Und wir bedienen uns dort. Merkel, alle wussten davon, die ganze Regierung wusste davon, ich bin gleich fertig, die ganze Regierung wusste davon, Österreich hat es schon zugegeben, ein ehemaliger Geheimdienstchef der Österreicher hat gesagt, natürlich wussten das alle westlichen Länder, also ist auszugehen davon, dass auch bei uns das bekannt ist. Also, das Schlimme ist, die findet statt und sie ist staatsgefährdend, weil in uns das Gefühl wird, überwacht zu sein. Danke, nicht mehr viel von der frischen Luft draußen. Es kommt jetzt die vierte Runde, die Abschlussplädoyers. Ich habe jetzt lange hin und her überlegt, es ist ja auch wichtig, wer als letztes spricht. Und eigentlich könnte man sagen, am Anfang ihr hattet 7 Punkte quasi, ihr hattet 5, das heißt, ihr wart eigentlich die Bessere, dann würde euch quasi das Recht zustehen, auch als letztes zu sprechen. Aber wer mich kennt, weiß, ich bin ja auch politisch aktiv, ich engagiere mich ja auch für die Schwachen und Entrechteten. Und deswegen würde ich sagen, weil ihr vorhin mit 7 Punkten in Führung lag, wir werden ja nachher auch wieder messen, würde ich sagen, fangt ihr mit eurem Schlussplädoyer an und ihr als bisher Unterlegene habt dann nochmal die Gelegenheit, die allerletzten 3 Minuten zu sprechen. Bitte schön. Also nach dieser interessanten und auch wirklich kontroversen Debatte will ich zu 2, 3 Punkten Stellung nehmen. Erstens, es ist die Behauptung, ich halte das für ein Armenmärchen aufgestellt worden, Deutschland sei wegen des Datenschutzes und wegen der datenschutzrechtlichen Regelungen ein Land, in dem Kreativität abgewürgt wird. Ein Land, wo alles grau ist und wo man sich nicht entfalten kann. Man müsse nur in die USA da an Kreativität sprießen, wie es will. Ich kenne diese Debatten, führe sie oft und frage jedes Mal ganz konkret. Nennt mir bitte irgendeine Idee, eine Geschäftsidee, die nicht gegen Ethik, Moral oder Gesetz verstößt, die man in Deutschland nicht verwirklichen kann, wegen unserer Datenschutzregelung. Nie kommt es zu einem konkreten Beispiel, mit dem man es darstellen könnte. Schauen wir auf die USA. Ich bin kein USA-Feind, aber dieses Land, gerade in der aktuellen Debatte zu zeichnen als ein Land der Freiheit und der Kreativität, ist ein bisschen neben der Realität, muss ich euch sagen. Das Zweite,
Ich habe in der Süddeutschen Zeitung vor einigen Tagen so eine schöne Darstellung gesehen. 57 Millionen Menschen in Deutschland benutzen ein Handy, 42 Millionen E-Mails, 52 Millionen Internet, 31 Millionen Online-Banking. Keine der digitalen Serviceleistungen, der nicht in zig Millionen Größe von Deutschen genutzt werden würde. Ja, und dann kommt die Frage, sind die alle blöd oder ignorant, dass sie ihre Daten hergeben und sich um die Sicherheit ihrer Daten nicht kümmern? Das ist eine berechtigte Frage. Das ist eine Frage nach der Erziehung, nach der Ertüchtigung der Menschen in der kritischen Handhabung mit sensiblen Daten, völlig richtig. Da hat die Öffentlichkeit und die Medien eine ganz, ganz große Verpflichtung. Aber ich glaube, dass die Gesellschaft und der Staat auch in der Verpflichtung sind, rote Linien zu ziehen. Auch rote Linien für die Wirtschaft. Ist ja die analogen Verbraucher, die in die Märkte gehen, um ihr Essen einzukaufen. Da haben wir gesetzlich festgelegt, dass man da kein vergiftetes Essen anliefern kann mit der Bezeichnung, da ist auch Gift drunter. Und die Bürger sollen sich überlegen, ob sie es kaufen oder nicht. Wir kämpfen gerade darum, dass man Kindern als Verbrauchern nicht Lebensmittel anbietet, das zu Fettzucht verführt oder zu Zuckerüberkonsum. Das ist gesetzlich, das muss gesetzlich geregelt werden und kann nicht alleine nur der freien Entscheidung der Bürger überlassen werden. Wir brauchen eine rote Linie gesetzt und wir brauchen es auf europäischer Ebene. Das ist auch die Antwort auf eine Frage, die auch hier aus dem Publikum gekommen ist. Wie ist das mit der weltweiten Geschichte? Die Welt funktioniert auf diesem Gebiet so, dass der, der die Standards setzt, derjenige sein wird, der sozusagen die Zukunft mitgestaltet. Deutschland ist dazu zu klein, Europa muss es machen, im Schulterschluss ein gutes, ein durchschlagendes Datenschutzrecht, das hat die Chance, weltweit auszustrahlen und einen Standard auch in den Weltbeziehungen zu setzen. Danke. Fokussierung auf die Einbindung, die ich keineswegs ablehne.
schlicht und einfach aus der Unternehmenssicht nicht zur Datensparsamkeit anregt. Das ist der große Trugschluss. Was ist aus der Unternehmenssicht, das sollen wir hier repräsentieren, eigentlich der Anreiz, den ein auf Einwilligung fokussiertes Datenschutzrecht hat, erzielt? Der Anreiz lautet, ich hole mir die Einwilligung, dann darf ich alles. Deswegen fehlt in Brüssel eine Debatte über Anreize, datensparsam von vornherein zu sein. Über Pseudonymisierung, die kommt jetzt gerade, über Separierung von Datentools, solche technischen, aber konkreten Maßnahmen. Und das ist unsere Kritik am Datenschutzrecht, dass die Anreizsetzung, die man politisch denkt, richtig gesetzt zu haben, ist völlig falsch, und zwar aus Nutzersicht. Das, obwohl die eigentliche Lebenserfahrung eigentlich genau zu dieser Erkenntnis leiten müsste. Und deswegen sage ich, in Brüssel sollte man sich die Zeit noch nehmen, die sich jetzt auch Herr Albrecht und die anderen Kollegen nehmen, weil es einfach nicht durchdiskutiert ist, sondern man sehr, sehr an Prinzipien denkt und es am Ende, glaube ich, niemandem helfen wird. Letztes Wort, das muss ich noch bringen, weil ich auch direkt angesprochen wurde, NSA, Brüssel, die ganze Debatte, da ist einfach wichtig, dass man es abschichtet von der Frage unternehmensinterner Datenschutz, was ist mit eigenen Datennutzung zu eigenen Zwecken, denn das ist eine urpolitische Frage, jetzt nicht um eine Unternehmensverantwortung. Einige Fragen klingen so ein bisschen danach, als würde man den zivilen Ungehorsam der Unternehmen da genommen sehen. Das teile ich insoweit, wenn zum Beispiel gefordert wird, dass man da mehr transparent machen muss, darum als Unternehmen, das ist erlaubt sein, das ist völlig die richtige Forderung, aber das ist eine politische Frage, die muss auch politisch gelöst werden in Brüssel und in den internationalen Gremien. Du warst brav, immerhin. Vielen Dank schon mal an euch. Ich habe jetzt noch drei Dinge, die ich abschließend sozusagen. Zum einen haben wir natürlich jetzt heute hier kein Konsens oder keine abschließende Meinung. Ich denke, das Thema Datenschutz ist etwas, was uns die nächsten Jahre noch begleiten wird. Auf europäischer Ebene soll es eben diese Datenschutzverordnung kommen. Wenn sie kommt, dann muss sie bis heute in einem Jahr kommen, denn so lange ist die Legislatur noch. Also ihr habt ja die Landtagswahl, die Bundestagswahl, die Kommunalwahl und dann als viertes nochmal nächstes Jahr im Hochsommer die Europawahl. Das heißt, entweder kommt sie bis zum nächsten Sommer als Datenschutzverordnung, dann ist sie unmittelbar geltendes Recht in allen Mitgliedstaaten, oder sie kommt nicht und dann wird neu gewählt und dann muss das neue Parlament sich neu damit beschäftigen. Wir werden gleich nochmal die Abstimmung machen und schauen, wer wen wie auf welche Seite gezogen hat. Aber bevor wir das machen, habe ich noch etwas mitgebracht für euch.